Willkommen im Giftmüll. Weiter geht es in der Klinik. Wir sammeln immer noch EP und Zombies und suchen einen Weg zum Tod. Ja. Erstmal schon da reinspringen in die Kotze. Kleiner Spoiler, die Tür geht nicht auf. Aber die Kiste geht auf. Oh, habe ich jetzt zu viel verraten? Verdammt. Ich bin ein Spoilermann. Spoilermann. Bitte das. Ah, warum springe ich wieder zurück? Verdammt. Ich weiß auch nicht. Bei mir hat er sich gerade in der Luft festgehalten. Kann man machen. Kann man mal machen. Ab und zu kann man sich schon mal an der Luft festhalten. Oh, guck mal, ein Dicker. Wenn wir den Fässer auf den Kopf werfen, ist er nicht mehr ganz so dick. Ja, warte mal, ich hab da was. Ich hab ein Heilmittel für dick. Oh nein! mir geht's nicht gut. Oh. Ja. Gut, dass wir heute im Moment da vorne rennen, wo ich auf ihn schießen. Okay, ich heb dich gleich auf. Moment. Ich habe mich selber in diese Lage gebracht, indem ich statt Schießen den Enderhaken genommen habe. Belohnung, da hast du mich bekommen. Ja, tolle Belohnung. Okay, ich mach mal die Tür hier auf. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es mal. Vielleicht hilft es uns später. Ey, was haut mich da? Oh, ich habe neue Kraftstufe. Yeah. Da ist irgendwas unter irgendeinem. Da ist irgendwas hervorgekrochen. Achso, ja, da will ich nicht hin. Ach, hier hinten in der Ecke, ja, stimmt. Ich hab den so weit weggeballert. Oh, kippen. Gut. Wahnsinn. Der Mann hat Ahnung. Kompetenzen. Achso, ich dachte, ich hab mich gerade voll erschrocken, was das war. Das warst du. Knopfdruckkompetenzen hat der Mann. Der hängt hier so komisch. Ich kann ihn nicht treten. Geht nicht kaputt. Vielleicht, wenn ich es noch dreimal probiere. Ja, ich tue, als würde ich dagegen rennen. Oh, eine Kiste. Ich tippe hier irgendwelche Dinge ein. Ja, tipp. Oh. Handy, Kaffee. Error. Gute Arbeit. So nennt man mich. Gute Arbeit nennt man mich. Arbeit, Mann. Selbst wenn die Evakuierung nicht fehlgeschlagen wäre, hätte Zira Haran nicht verlassen. Er und der Agent waren entschlossen, den Überlebenden zu helfen. Cool. Wow, fuck, weg hier! Rama! Achso, ich merke ihn schon. Oh, warte, wo ist er denn? Ja, hallo! Direkt vor mir. Ah, da kommt hier nicht rein. Hier ist eine Tür. Sagst du? Dummes! Der weiß nicht, wie man einen Gabelstapler benutzt. Ja, komm her! Komm, so macht man das. Ja. Schön bearbeitet mit zwei dicken Flinten von beiden Seiten. Wie gefällt dir das jetzt? Aber diese Flintenboys mit ihren dicken Flinten. Flintenboys. Ey, du! Meinem Schuh, in deinem Gesicht. Mein Gesicht in deinem Schuh. Das ist meine Kopf gegen Fuß-Taktik. Fußkopf. Und also, meine Knie gegen. Meine Eier gegen Knie-Taktik. Wo ich schon loslaufen bin, dann wäre im echten Leben jetzt mit meinem Kopf genau gegen dieses Tor gelaufen. Oh. Ja, das passiert schon. Game over. Darf ich jetzt hier rein? Oder was? Oh, drücken Sie den Knopf an der Tür, um den. Ja, drück den Knopf. Soll ich jetzt den Knopf drücken? Boah, ich müsste mal meine Waffe reparieren. Ah, jetzt sieht sie fast aus wie neu. Nur viel kaputter. So, was haben die da jetzt reingepustet? Oh, cool. Warum machen sie das nicht in der ganzen Anlage? Ab sofort werde ich das auch ausprobieren. Wir pupsen jetzt jedem Gegner ins Gesicht. Ja, geil. Warte mal, Nahkampfangriff. Geht das hier auch irgendwann mal auf? Ah, wunderbar. Gut, jetzt ist der Weg frei. Cool, Weg frei.
Captain. Hat der mal Kaffee? Der hat Alkohol. Der hat auch Alkohol. Was haben die eigentlich geforscht? 6 Dollar, 7 Dollar. Noch mehr Alkohol. Wie wirkt sich Alkohol auf den Körper aus und auf den Geist? Experiment Nummer 5800. Und hier haben wir einen Raum mit einer Toilette und einem Bett. Ach, noch mehr Alkohol. Oh, hier geht's rein. Dinge, die man machen kann. Hallo? Sieh was? Nein. Oh. Crane, endlich treffen wir uns. Nun, haben Sie mir die Gewebeproben mitgebracht? Er sieht aus wie ein Kobold. Ja, hört sich auch an wie ein Kobold. Wir sollten Kobold-Dinge mit ihm machen. Doktor, darf ich Ihnen was zeigen? Nein. Jetzt machen wir uns erstmal schön eine lecker Suppe warm. Danke. Ich bin 20 Stunden durch die Stadt nur für eine Suppe. Ich hoffe, Sie haben gut auf Sie aufgepasst. Ja. So, 5 Minuten. Hey, was ist der? Das ist der GRI, von dem ich sprach. Wie war gleich sein Name? Oh, ein Foto von mir, danke. Amir Goreshi. Wie kommen Sie denn wieder? Wir hatten eine gemeinsame Freundin. Die Proben sind noch brauchbar. Sehr gut. Da stehen Dinge auf dem Bildschirm. Ich kann sie nicht lesen. Die sind viel zu klein. Tipp, tipp, tipp. Sie sind gar kein Doktor. Das auf dem Ausweis sind gar nicht sie. Ja. So ein gemaltes Gesicht. Oh, es geht gleich mal essen. Oh, ne, noch 3 Minuten. Okay. Natürlich, Doktor. Und danke. Tipp, tipp, tipp. Ich mach Tipps an. Alles klar, Doktor. Wie geht noch mal wieder? Oh, neue Stufe. Ja, Überlebensrang. Endlich bin ich 18. Ja, okay. Das heißt, du hast gerade doch EP bekommen, also diesmal. Ja. Vielleicht haben sie das mit irgendeinem Update geändert. Es gab aber seit dem letzten Mal kein Update. Ja, dann. Vielleicht hat das aber damit zu tun, dass du mal wieder in deinem Spielstand warst. Dass es dadurch sozusagen ein Update gab. Kann ich mal das nicht erklären. Hallo. Nein, kann ich mir auch nicht erklären. Da muss ich so viel mit mir reden. Nein. Ja, ich schätze mal, wir müssen ja wieder raus. Oh, hier geht's schon raus. Guck mal. Da sind wir jetzt durch die ganze 2 Städte gelaufen und haben die Generatoren angemacht, damit er seine Suppe warm machen kann. Ja, Suppenmann. Und entschuldigt, Leute, dass ich jetzt komplett über den ganzen Text drüber gelabert habe. Crane, ich sage es nochmal. Seien Sie bei diesen Kerlen vom GRE extrem vorsichtig. Die werden Sie über den Tisch ziehen, wenn Sie die Gelegenheit dazu bekommen. Weiß ich, Doktor, ich werde aufpassen. Aber ich muss rausfinden, wie die Dinge liegen. Naja, ist immer noch besser, als über den Tisch gelegt zu werden, glaube ich. Oh, hier sind Nacktjäger. Ja, dann gehen wir einfach mal. Lass mal hier rüber. Oder auch. Oh shit! Ja. Ich lebe noch. Das ist schön zu hören. Oh, ich danke auch meiner Mom. My Dad. Oh Gott. Und allen jubelnden Passanten. Ja, die da unten. Die sind alle tot. Oh Gott, das war der dümmste Drop gegen mein Leben. Voll daneben.
Ich dreh den mal vom Dach. So. Ja, dreh den runter, wie so ein Recht. Ja, cool. Cool. Ja, da war noch und ich bin reingesprungen. Ah, cool. Ende vom Lied. Nein, nicht anfassen. Oh, meine Güte. Oh Gott. Nein. Oh Gott. Ich muss klettern. Warum stehe ich jetzt hier? Was mache ich hier? Wieso kann ich nicht weiter? Hallo? Hallo, hallo? Wieso kann ich nicht weiter? Ja, ist klar! Hä? Oh, fick dich doch! Was? Ich weiß gerade nicht, was los ist. Ich sehe dich nicht. Ach, da unten. Ja, da unten. Ja, das ist, wenn er sich mal wieder nicht festhält. So, einmal ganz nach oben, bitte. Danke. Muss ich noch weiter hoch? Oh Gott. Zu mir, ja. Oh Gott, dieses Klettern in diesem Spiel ist die Hölle. Ich schrei. Dann kriege ich Angst. So, wie komme ich jetzt sicher dahin? Ah, da ist er. Meine Fresse, ey. Camden hat die Proben. Ich werde jetzt mit dem GRE sprechen. Und was wirst du denen sagen? Alles. Bis später, Troy. Hier ist Crane, hören Sie mich? Kyle Crane. Ich weiß, du kannst mich hören. Reis, wo bist du? Genau da, wo ich sein sollte. Auf der Spitze meines Turms. Er ist noch nicht ganz fertig, aber... Aber trotzdem ein Symbol des Chaos. Er steht für Entropie. Und dafür, was es heißt, sein eigener Herr zu sein. Ich werde dich töten. Für das, was du Jade angetan hast. Für alles. Du Schwein wirst sterben. Ich hätte gehofft, du würdest das so sehen. Wir zwei sind im Krieg. Einem Krieg gegensätzlicher Philosophien. Einem Krieg, um herauszufinden, wessen Witzsicht sich bewahrheitet. Komm, Crane. Fordere mich heraus. Wie heißt es so schön? Du traust dich ja doch nicht. Weißt du was? Vergiss es. Es gibt keinen Krieg. Nur deine kranken Ansichten. Fahr zur Hölle. Oh, nein, 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 nein. Das werde ich nicht tun. Ich werde Haran verlassen. Du musst wissen, ich habe dein Kommunikationsgerät dazu benutzt, eine Abmachung mit dem GRE zu treffen. Sie wissen, dass ich Seras Daten habe. Den Schlüssel zum Königreich nannten sie das. Ein Helikopter wird mich in Kürze hier herausholen. Stell dir nur vor, welchen Schaden ich jenseits dieser Mauern anrichten kann. Du willst mich doch nicht aufhalten. Du kranker Hurensohn! Das ist es, was ich hören wollte. Komm und finde mich, Crane. Lass es uns zu Ende bringen. Ja, du Kranker. Oh, hier ist ein Entwurf Stromschlägermod. Ja. Cool, cool. Kann ich hier Flaschen zerstören? Oh, ich kann Flaschen zerschlagen. Sehr geil. Dann würde ich sagen, gucke ich gerade nochmal nach, ob wir hier noch irgendwelche Nebenquests haben. Aber scheinbar nur wiederholbare. Wir haben noch eine Herausforderung, die ultimative Waffe. Was war das nochmal? So, ich muss gerade mal gucken. Storyquest? Oh, wird mir gar nicht angezeigt. Da haben wir Quarantäne, 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 Quarantäne. Ja, genau. Quarantäne haben wir noch ein paar. Ah, da sprechen Sie mit Tobias. Hallo, Tobias. Diese Quest wird nicht in ihr Profil eingetragen. Gott, weil das eine Nebenquest ist. Dann war das mit den Nebenquests, das Ding. Dass ich nur für die Hauptquest das bekomme und nichts für die Nebenquest. Ja, die ultimative Waffe ist so eine Herausforderung, deswegen. Okay. Ja, egal. Hier haben wir scheinbar keine anderen, also keine Nebenquests mehr. Wir hatten nur noch die Quarantäne-Dinger. Sie, Senor. Was heißt? Das gab wieder gute EP fürs Überleben in dieser Nacht. Lies, lies. Ich rutsche! Da, 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 da. Rutschemann! Rutschemann macht Rutschesachen. Zum Beispiel mit seinen Händen an einem Stahlseil hängen und runterrutschen. Oh, ein Weihnachtsbaum.
Ja, oh ja. Jetzt weiß ich, wo ich meine Weihnachtsbaum nächstes Jahr herbekomme. Von der Straße. Baumarkt und nach Zombies fragen. Haben Sie noch Weihnachtszombies hier? Sie sind verrückt. Weihnachtszombies. Sie verstehen schon. Sie wissen doch. Diese komischen, brennenden, rumschreienden Dinger. Sei nicht so eine B, habe ich gesagt. Den Typen hier unten könnte man vielleicht helfen. Ja, helfen. Helfen, Mann. Wow! Das ist ein ganz dicker Typ. Was ist denn los, Alter? Okay, der kleinere Typ ist tot. Der größere Typ haut ziemlich hart um sich. Oh shit, 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 shit! Weg! Da ist ein Fass neben ihm. Oh shit, oh nein, was? Irgendwas haut mich. Oh, 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 oh. Wow, fuck. Scheiße! Warum ist das explodiert? Oh, kacke, keine Munition mehr. Nicht gut. Wow, 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 warum brenne ich? Du hast kein Leben mehr, das ist auch nicht gut. Halt's Maul, halt's Maul! Oh, ich habe auch keine Munition mehr. Oh, shit, Waffe wechseln. Fuck. Aua! Oh, der hat mir voll in die Eier gehauen. Das können sie gut. Schön, wie er blutet und ich hier stehe und nur noch eine Gitarre in der Hand habe. Aua! Oh, Bitch Slap. Nicht gut. Ach, geh weg. Oh, der brennt. Cool. Ja, warte mal, ich habe hier ein Ding, was ich werfen kann. Er ist tot. Ein Ding? Achso, gut, dann würde ich das Ding woanders sehen. Tschüss. Gut, dass alle Typen, die wir retten wollten, auch tot sind. Ja, aber wir haben es versucht. Ja, das kann uns niemand vorwerfen. Wir haben es im Ende versucht. Es gab ja auch EP. Und persönliche EP. Persönliche EP? Ja, es gibt EP und persönliche EP. Das ist aber ein ganz gewaltiger Unterschied. Da, ich stehe auf einer Lampe. Das hast du toll gemacht. Der verrückte Recher ist unterwegs. Der Verrückte? Ich bestehe auf das Verrückte. Ja. Damit ein Cape immer irgendwo hängen bleibt. Als ich diese Woche zum dritten Mal fast selbst hängt. Autobombe. Autobombe. Wie könnte ich die stehen lassen? Ja, einfach mal ein bisschen durchmetzeln hier. Metzelmann. Metzelmann mag Metzelsachen. Oh, da ist schon wieder jemand. Oben auf dem Dach. Schon wieder so ein Dicker? Nee, noch. Nee, das sind, Oh, scheiße, die haben Schusswaffen. Das macht nichts. Ich habe eine Machete. Ja, das ist gut. Machetenmann macht Machetensachen. Ja, oh, die haben wieder Requirierungsdinger. Ja, sehr geil. Oh, nee, der eine lebt noch. Der lebt noch. Ja, wir haben ihn doch. Er hat doch gebrannt und. Jetzt. Ja. Ich bin noch nicht tot. Okay, Hanni, wir uns auf ein Unentschieden. Danke, dass du mir den Arsch gerettet hast. Alter, du hast eindeutig verloren. Unentschieden. Los, Belohnung. $117. Beim nächsten Mal bleibst du liegen, ey. Echt, ey. Voll enttäuscht. Ja, der hat bestimmt auch noch ein Requirierungspaket. Du, lass die Finger von mir, komische Duse. Weg da, Zombie-Mann. Meine Gitarre! Ja. Warte, nee, das war der nicht. Wo war der denn? Hier vor mir. Da. Da ist bei mir nichts. Echt? Vielleicht liegt da nur noch das Päckchen? Ja, auch nicht. Hier liegt nur ein Kinderwagen. Und sonst ist da nichts. Oh, scheiße. Das ist gemein. Ich hätte so gern ein Requirierungspaket gehabt. Für meine Sammlung. Statt die $105. Aber hier vorne gibt's auch noch die Möglichkeit, da stehen wir hier. Da brauchen wir vielleicht. Ich hab was. Da brauchen wir Rennen! Ja, Rennen! Rennen und schlagen! Ja, Wurfäxte!
Da, siehst du, so einfach geht das. Mit Wurf Axt, Mann. Einfach rennen und schlagen. Was habe ich eigentlich schon wieder alles in der Hose, dass meine Hose so voll ist? Ich weiß nicht. Hast du etwa Schiss? Da, fass mich nicht an! Nicht anfassen! Weg da! Nein! Eis! Nein! Gott! Was ist das hier für eine komische, auffällige Tonto-Machete? Tonto-Machete. Oh Gott. Scheiße. Das hört sich lustig an. Ja, das war lustig. Ich wollte nämlich mit dem Enter, mit dem Greifarm hoch und hab eine Wurfeins geworfen. Haha, ihr kriegt mich nie. Genau so. Genau so hab ich gedacht. Tschüss, ihr Wichser. Tschuh, Ding. Ein richtiger Batman, ist er? Batman, genau. So, hoch damit. Hätten wir nicht auch Schnellreisen nutzen können? Oh ja. Oh, warte mal, hier kann man Prämie einstreichen. Oh. Geht das mittlerweile? Nee. Wir haben ja noch nicht genug Requirierungspakete. Ja, ist halt lustig, weil es mir angezeigt wurde. Normalerweise war das die letzten Male nicht so. Oh, wollen wir hier reingehen? Nein! Oh Gott. Er fasst irgendwelche Dinge an. Da stand Alkohol. Ich hab Alkohol gesehen. Bier, Bett. Mit dem GRE getroffen. Ist kurz davor mit Dr. Zaras Forschungsdaten aus. Ja, einen schönen Multivitaminsaft schlürfen. Ja, durch die Nase. Okay, ich trinke den mit dem Mund. Ach so. Du perverses Schwein! Mit dem Mund! Was stimmt nicht mit dir? Natursekt. Ist hier was unter der Treppe? Irgendwie kommt mir das hier alles sehr bekannt vor. Oh ja, hier waren wir schon. Okay. Hallo? Hier gibt es aber noch Dinge zu sammeln, das ist gut. Das ist gut. Oh, Mülleimer. Ja! Okay. Ja! Ach Gott, warum wühle ich im Müll rum? So weit ist es schon gekommen. Hier hinten geht es weiter. Ich komme, Sir, aber ich muss hier ein Stromkabel einpacken. Ja. Oh Gott, oh, hat sich die Kamera gerade von alleine gedreht? Was soll das? Der Mann weiß, worauf es ankommt. Stromkabel. Stromkabel, Mann. Ne, hier ist dicht. Geht's hier runter? Hier geht es runter. Will ich da runter? Warum gibt's in dem Spiel eigentlich keine Fledermäuse? Frage ich dich. Boom, boom. Warum kann ich keine Holzkisten kaputt machen? Frage ich dich auch. Warum gibt's generell hier keine Tiere? Ich habe eine tote Ratte gesehen. Ja. Davon nur eine. Die konnte aber nur einer essen. Oh, hallo. Ich hab mich gerade gefragt, warum es hier brennt. Das war ich. Ich zünd gern die Kanalisation an. Und Menschen. Und Menschen. Und Unterhosen. Und Unterhosen, Menschen. Tot in Unterhosen. Ja, tot in Unterhosen. Weg hier. Genau. Ich mähe mich gerade mal ein bisschen hier durch. So. Ich muss meine Waffe reparieren. Ups, ich häng fest. Geil. Ja, Superman. Ja, jetzt kann ich durch. Okay. Cool. Ich bringe mich immer wieder in schwierige Lagen, an denen ich irgendwo festhänge. Also unten durch oder oben drüber? Ich glaube mal oben, ne? Da oben ein bisschen. Schieß aber mal dahin. Das sieht gut aus. Hallo. Komm jetzt hin, dahin. Oh yeah. Jubidu. Wenn das weitergeht, kannst du mich gleich heilen. Geil. Ging's hier hoch? Drunter durchkriechen. Oh, ich bin raus. Oh. Es stinkt genauso widerlich wie da drin. Oh, hallo. Nein, weg, hinter dir. Uhuhu.
Hier ist ein Froschmann. Igitt. Zappel. Zappelfrosch. Oh shit. Du, jetzt kommt. Jetzt kannst du mich heilen. Oh shit, wo bist du denn? Warte, ich komm zu dir. Oh ja, komm zu mir, hallo. Geh erstmal hier rein. So. Ja, in Sicherheit. Das habe ich nur gemacht, damit du EP bekommst. Ja, danke, Mann. Der bedankt sich, Mann. Der bedankt, danke. Mann. Vielen Dank. Guten Tag. Vielen Dank. Wir kennen uns gar nicht. Wieso danke? Ja. Nein. Ich bin ins Wasser gefallen. Igitt, dich hasse ich nicht mehr an. Wow, ja, ich komme in die Ecke und der geht erst am Stromschlag. Super. Voll dumm. Stromschlag schmeckt gut. Ist der neue Cocktail. Stromschlag. Mit dem Schussfeuer. Immer erstmal die Zunge reinhalten. So. Wir sollten die Taverne aufsuchen für neue Queste. Genau, Tavernenquest. Hatten wir in den Slums? Ich glaube, wir hatten ja alle Quarantänezonen, ne? Ja. Oder? Nee, Moment. Ich weiß es gar nicht. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung. Sachen. Das Problem ist, man sieht es auch nicht. Oder gibt's. Das Beste wäre halt, wenn es da einen Counter gäbe, wie oft man schon drin war. Ja. Ich musste mich beherrschen, nicht einen schweinischen Satz zu formulieren. Ein bisschen gedauert, bis ich das verstanden habe. Hallo. Achso, wir müssen wieder zu diesen krassen Hochhaus mit diesen krassen Leuten. Ja, krass, Leute. Krass, Leute. Komm was. Hallo. Ja, auf hier rumzutanzen und kletter da hoch, meine Güte. Ja, Klettersau. Oh, hier ist ein schöner Teich. Ich geh erstmal. Ich wasche. Reinkacken. Und dann das habe ich nur aus Versehen getan. Ich war so entspannt. Meine Bäckchen waren ganz entspannt. Da ist plötzlich etwas rausgeflutscht. Ja, so entspannt. Flop. Oh nein, den wollte ich mir für später aufheben. Bringen Sie, konfrontieren Sie. Ah, okay. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Wir sind angekommen. In der nächsten Folge geht es da oben weiter. Bis dann, habt noch einen schönen Tag. Ciao.